whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probieren wir den zweiten rauchigen Single Malt Whisky von der Jura Brennerei, von der gleichnamigen Insel Isle of Jura. Und der Prophecy, den wir hier probieren, ist auch ein rauchiger Whisky ohne Altersangabe. Im Gegensatz zum Superstition, den Sie hier ganz links außen sehen, ist er allerdings nachgereift in französischen Limousin-Eichenfässern. Das verspricht, relativ intensiv zu werden, weil die Limousin-Eichenfässer halt europäische Eiche sind, die zuvor, ja, Limousin-Eichenfässer, manchmal haben sie Wein drin, manchmal haben sie nicht. Wenn sie Wein drin hatten, dann wird es normalerweise gesagt. Es gibt Abfüllungen, Pinot Noir-Abfüllungen bei Jura. Und bei diesen Limousin sagt man nichts dazu, dass ich davon ausgehe, dass das frische Limousin-Eichenfässer sind. Dann darf man allerdings nicht zu lange den Whisky in diesen Limousin-Eichenfässern reifen lassen, sonst kriegt der also einen Stich, ne? Das ist heftig. So, apropos heftig, der Prophecy hat einen höheren Anteil an rauchigen Malt Whiskys in der Mischung. Und obwohl er eine Mischung zwischen rauchigen und nicht rauchigen Whiskys der Jura-Brennerei ist, ist er ein Single Malt Whisky, weil das Single für die einzelne Brennerei steht. Wir haben es also mit einem Whisky aus einer Brennerei zu tun. Und diese Brennerei brennt im Jahr 4 Wochen rauchigen Whisky. Nun, das macht man typischerweise vor der Wartungsperiode, weil dann alles sauber gemacht werden muss. Und dann kann man wieder mit nicht rauchigen Malt frisch anfangen, weil dieses Rauchige sich überall im gesamten Produktionsprozess richtig festsetzt und alles dann nachher einen Stich nach Rauch bekommt. Allerdings muss ich sagen, die Superstition und Prophecy verkaufen sich so gut, dass ich nicht annehme, dass Jura jetzt mit den publizierten 4 Wochen Produktionszeit pro Jahr auskommt. Ich gehe eher davon aus, dass wir hier 8 Wochen schon sehen werden. Nun, die Daten sind von meinem Sohn Benedikt, der die Jura-Brennerei 2015 besucht hatte. Und jetzt haben wir immerhin schon 2017. Und ja, die Zeit schreitet fort und rauchige Whiskys sind nach wie vor massiv im Aufwind. Und so auch dieser Prophecy, der, da er keine Altersangabe trägt, im Preis auch noch bezahlbar bleibt. Das Besondere am Prophecy ist, gegenüber den anderen Whiskys von Jura, der ist mit 46 Volumenprozenten abgefüllt und nicht kühl gefiltert. So, das heißt, hier kriegen wir also nochmal Intensität dazu durch den höheren Alkoholgehalt und durch die Nicht-Kühlfilterung. Unten drauf steht Heavily Peated, zeigt also, hier ist mehr drin. Und wie viel mehr, das schauen wir uns jetzt mal an. Beziehungsweise das riechen wir uns jetzt mal an. Ich wollte schon sagen, das saufen wir uns jetzt mal an, aber Whisky wird in Maßen genossen. Oh, da ist ein Rauch drin. Und im eigentlichen Riechen liegt die Freude am Whisky, nicht an der Wirkung, die er bei Ihnen hinterlässt. Tja, deutlicher Rauch, schon mehr am Korken als am Superstition. Ich finde es also immer sehr schön, wenn es von einer Brennerei mehrere Abfüllungen gibt in eine Richtung, wie zum Beispiel 10-jährig und 16-jährig bei Jura. Dann kann man sich selber darauf einstellen, in welche Richtung man möchte. Eher mehr die intensiveren, frischeren oder mehr die gesetzten, dunklen, reiferen. Oder hier bei den rauchigen, ein weniger rauchigen und stärker rauchigen. Also wenn man hier die Auswahl hat, das finde ich also ganz, ganz toll, sodass sich jeder dann im Prinzip das raussuchen kann. Und bei Jura gibt es ein Miniatursortiment, wo sie vorher diese 4 Whiskys, den 10, den 16-Jährigen, den Superstition, den Prophecy, mal durchprobieren können und sagen können, jo, das ist genau der, den ich mag und davon gönne ich mir dann eine große Flasche. So. Ja, deutlich mehr Rauch drin, aber immer noch nicht so viel, dass die Aromen dahinter völlig verdeckt wären. Und den Superstition habe ich irgendwo so auf die 20 geschätzt, dann würde ich den hier auf die, ja, 25 schätzen. Mit dem Hang zur 30, aber nicht unbedingt. So rauchig ist er dann auch nicht. Bei den Geschmacksbewertungen bei uns im Shop-System haben die User
dem Superstition 50 Punkte gegeben und dem Prophecy 59 Punkte gegeben, also ihn 20% rauchiger bewertet. Also ein Stück weit rauchiger ist es, die Stinkbombe ist er aber noch nicht. Bisschen Frucht, es kommt eine leichte Zitrusnote durch, aber auch das Meer, so ein bisschen Desinfektionsjod ist auch da drin. Ja, während der andere Superstition diese Freudenfeuernote hatte, hat der hier doch jetzt einen deutlichen Teil von der medizinischen Note mit dabei. Oder sagen wir eher mal so wie Räucherschinken, wo die Rauchnote intensiver sich darstellt. Tja, jetzt probieren wir mal. Hoho, jui, hier ist also auf der Zunge deutlich mehr los, als beim Superstition. Speichelfluss setzt ein. Der Rauch beschlägt sofort den Mundraum, was er beim Superstition nicht geschafft hat. Im Prickeln, die Würze der Eiche ist auf der Zunge da und ein Hauch von dieser Honigsüße ist zu spüren, aber das geht richtig unter. Gewisse Zitrusfrucht ist da, aber nicht so in Richtung Orange, Saftorange, sondern so mehr in Richtung echte Zitrus. Abgang wird jetzt trockener, da setzt die Zitrusfrucht auch durch. Der Rauch ist nach wie vor im Mundraum da. Und über allem liegt eine Malznote. Wer hätte das gedacht? Ja, also das ist ein sehr komplexer, belohnender Whisky, der jetzt nicht nur nach Rauch stinkt, sondern der aromatischen, vollen, komplexen, abwechslungsreichen Rauch hat und sich mit den Grundeigenschaften von Jura hier zu einem Gesamtkunstwerk verbindet. Jo. Jetzt die Würzigkeit im Mund. So ein bisschen den Hang zu Kräutern. Ja, boah. Schön. Wenn ich mir also den 10-, 16-Jährigen, den Superstition und den Prophecy anschaue und sage, welcher von den vielen schmeckt mir am besten? Jo, der Prophecy, der ist es. Weil er die Reinheit des Juras verbindet mit dem Rauch und dem Einfluss der reinen Eiche. Der 16-Jährige mit seinem Sherry-Einfluss ist auch ganz toll. Ja, und so muss ich sagen, sind dann die Whiskys eigentlich preislich sehr schön in eine Sequenz gebracht, die auch so ungefähr meinen Geschmacksempfindungen entspricht. Tja, herzlichen Dank fürs Zuschauen und eigentlich sollte diese Prophecy regelmäßig bei uns im Shopsystem vorhanden sein.